Hallo, ihr Lieben, ich habe ja Sockblanks gefärbt und ich habe jetzt so viele Fragen bekommen, was man damit eigentlich macht. Das ist ein weiches Sockengarn, 75-25, also 75% Schurwolle, 25% biologisch abbaubares Polyamid und das sind 400 Meter auf 100 Gramm. Und ihr bekommt also so ein Ding. Und was man dann macht, man macht es einmal auf. Es ist ein Strickschlauch. So. Ja. Und dann sucht man sich das Ende, wo dieser Faden ist. Und dann fängt man direkt von hier an zu stricken. Also man muss da auch nicht anders ziehen als bei einem Knäuel. Man hat den Vorteil, dass man es nicht zum Strang wickeln muss, also vom Strang zum Knäuel wickeln muss, sondern gleich loslegen kann. Also man strickt direkt von hier. Und ich kann nur sagen, das ist ein unbeschreibliches Vergnügen. Also man strickt und ribbelt gleichzeitig. Aber man muss nicht dieses ganze Ding einmal abribbeln, sondern man macht das, während man strickt. Und der Unterschied zu einem gefärbten Strang ist, dass man es anders färben kann. Also es entsteht dadurch ihr wisst, was ich meine. Es gibt eine sehr schöne Optik. Ja, das wollte ich einfach mal erklären. Es ist ganz einfach und es ist schön. Habt ein schönes Wochenende.